Servus, hallo liebe Freundinnen und Freunde, Bernd hier. Immer wieder lese ich im Internet, dass ganz, ganz viele ihre neu gekauften Orchideen sofort umkaufen und kaum, dass sie dieses Posting gemacht haben, ist schon direkt darunter ein Kommentar zu lesen. Ja, das mache ich auch immer. Da frage ich mich dabei immer, warum eigentlich? Wenn man sich mit der Thematik Orchideen ein bisschen auseinandersetzt, dann stellt man fest, wenn man sich Orchideen kauft, dass sie in unterschiedlichen Substraten kultiviert werden. Hier haben wir eine, die ist in Kokosfasersubstrat. Hier diese kleine bunte hübsche Orchidee, die ist in Sphagnummoos eingepflanzt. Bei dieser hier sehen wir, die ist in Pinienrinde eingepflanzt. Und ihr seht auch, die sind hier immer noch wie damals in dem ersten Video, wo ich sie euch gezeigt habe, im gleichen Substrat eingepflanzt. Das heißt jetzt nicht, dass ich sage, ihr müsst sie nicht sofort umpflanzen, aber ihr braucht sie nicht sofort umpflanzen. Denn wenn man sich mit dem Thema Orchideen etwas auseinandersetzt und auch die einzelnen Substrateigenschaften kennt, dann kann man das an und für sich relativ einfach handeln, denn der Umtopfprozess ist durchaus ein wenig Stress für die Pflanze. Warum? Ich mache die Pflanze hier mal raus, weil die noch so schön nass ist. Und dann müsste das eigentlich relativ einfach gehen. Na, bisschen quetschen und drücken und dann ziehen. Ich habe gesagt ziehen. Genau, flutsch. Und da ist es schon passiert. Das ist ja übrigens die Phalaenopsis esmi mit diesen schönen rostroten Blüten. Was wir sehen können, die Wurzeln schauen sehr, sehr gut aus. Sind auch sehr wüchsig, sind auch sehr grün. Da ist so gut wie gar nichts am Faulen. Ich weiß auch gar nicht, warum die meisten immer sofort umtopfen wollen. Da kommen wir nämlich jetzt auch gleich zu einem Punkt, was nämlich auch gar nicht unbedingt so richtig und korrekt ist. Das sehen wir jetzt gleich hier in diesem Töpfchen. Das ist jetzt an und für sich Zufall, weil ich es nicht wusste. Ich hätte eine Ahnung haben können, aber ganz viele kommen dann und sagen, oh, da ist aber noch innen drin dieses Anzuchtschwämmchen. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, besteht dieses Schwämmchen aus Schwarztorf. Und darin werden die Jungpflanzen angezogen, herangezogen. Das ist aber jetzt nichts Negatives. Die Jungpflanze ist ja jetzt auch die letzten Jahre immer wieder darin gewachsen. Und wenn wir das jetzt entfernt haben, sehen wir an und für sich, dass es den Wurzeln im Prinzip gut geht. Hängt natürlich auch immer davon ab, wie man mit der Pflanze umgeht, ja, wie viel man gießt, ob man dann schon feststellt, oh, die sollte mal wieder gegossen werden, oder ob man zu früh gießt, oder ob man sie einfach vertrocknen lässt, wenn man sich nicht damit auskennt und so weiter und so fort. Aber schaut euch das mal an. Hier, selbst bei diesem kleinen Schwarztorf-Schwämmchen hier, ich mache es gerade mal ab, seht ihr, sind ganz neue Wurzelspitzen. Das bedeutet, der Pflanze geht es im frisch oder aus der Gärtnerei getopften Zustand hier gar nicht schlecht. Das ist schon mal das eine, warum man nicht direkt umtopfen muss. Vor allen Dingen, aus welchem Grund sollte man die Pflanze direkt stressen, wenn sie doch gerade so schön am Blühen ist. Jetzt sagt ihr, hey, warum topfst du um und erzählst uns hier die Story. Ja, man kann das Ganze umtopfen und ja, ich muss es euch auch im Video zeigen. So, was ist jetzt eigentlich das Hauptproblem bei der ganzen Sache? Das Hauptproblem ist, wenn ihr die Pflanze umtopft und die ist am Blühen. Ihr habt es in dem Video gesehen. Ich mache ja gerade die Videoserie 7 Wochen lang die Orchidee nicht gießen. Wenn die Orchidee ganz trocken steht, dann wirft sie die Blüten ab. Jetzt ist das bei den Orchideen und auch bei Phalaenopsis so, wie bei allen anderen Pflanzen, die bilden sogenannte Wurzelhärchen. Diese Wurzelhärchen sind die aktivsten Bestandteile der Pflanze und die sind auch an und für sich dafür da, jedes Tröpfchen Wasser noch mit aufzunehmen, auch wenn das Velamen hier rund um die Wurzel natürlich schwammartig das Wasser aufnimmt und praktisch weiter transportiert. Sobald die Pflanze aber gestört ist im Bereich dieser Wurzelhärchen, dann ist das wirklich sehr, 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 sehr ungünstig für die Pflanze. Und das muss sie dann auch erst einmal wieder ausgleichen. Das heißt, sie muss erst wieder dafür sorgen, dass sie eben diese Organteile
oder diese Wurzelteile ausbildet. Jetzt habe ich die Wurzeln hier alle weitestgehend sauber gemacht. Und dann kann ich sie auch schon einpflanzen. Hier ist nur so ein kleines Blättchen, das kann man auch dann gleich wegmachen. Hier seht ihr, das kann man wegmachen, weil es eh unter den Wurzeln. Und jetzt ist die Pflanze fertig zum Umtopfen. Und jetzt sagt ihr vielleicht, Moment mal, es heißt doch immer, wenn man umtopft, sollte man den gleich großen Topf nehmen. Ja, kann man machen, aber ich finde, dieser Topf ist schon sehr, sehr mini klein. Ja, sehr, sehr klein. Und der Topf passt eigentlich schon fast besser. Hat nämlich den Vorteil, wenn die Pflanze ein bisschen mehr Platz hat, die Wurzeln ein bisschen mehr Luft haben, dann fühlt sie sich auch viel besser. Und zum Glück gibt es in dem Fall, da ich sie ja jetzt hier in Pinienrinde einpflanze, das Orchideen-Umtopf-Set in Zusammenarbeit von Orchideen Wichmann, von dem ich auch diese Orchidee habe und mir in Gärtnerqualität, dass ihr eure Orchideen super umtopfen könnt und euch keine Sorgen machen müsst. Das geht im Prinzip auch ganz leicht. Einfach hier ein bisschen Substrat und hier ein bisschen Substrat und hier ein bisschen Substrat. Und da wir jetzt schon hier ein bisschen reingemacht haben, können wir auch noch hier ein bisschen was reinmachen und dann auch noch hier ein bisschen Substrat. Oh, das ist super. Jetzt ist sie eingetopft und im Prinzip die Wurzeln sind ja jetzt im Moment noch feucht, dadurch, dass sie in dem feuchten Sphagnummoos waren. Hier seht ihr, da tropft sogar richtig. Oh, da tropft es. Und das heißt, ein, zwei Tage jetzt erstmal nicht gießen, solange hat sie Wasser und dann in ein paar Tagen wieder gießen. Das war die erste und damit wir wissen, wie sie heißt und von wem sie ist, ist hier das Etikett. Das stecken wir jetzt hier noch mit rein. Kommen wir zur nächsten Orchidee. Und zwar ist das hier die Dusty Bell. Die schöne, staubige Dusty Bell. Die steht hier in Kokossubstrat. Das werden wir jetzt gleich sehen. Oh, da sind die Wurzeln hier unten eingewachsen. Durchgewachsen, können wir jetzt rausziehen. Und wir sehen, okay, ganz andere Bedingungen. Könnte das vielleicht dann diese Orchidee sein, die wir vielleicht direkt nach dem Kaufen umtopfen müssen? Nein, natürlich nicht. Im Video zum Thema oder zur Dusty Bell habe ich sie euch schon gezeigt. Und das ist ja schon Wochen her, seit die bei mir hier steht und wächst. Was wir aber auch sehen können, die hat hier das Jungpflanzenkörbchen damit drin. Ich nehme wieder meine kleine praktische Schere, die wirklich immer dabei ist, wenn ich sie nicht gerade verlegt habe, weil sie zu klein ist. Schneide das Körbchen auf. Ich muss natürlich aufpassen, dass ich nicht die Wurzeln kaputt mache. Eine Schere ist wirklich super. Klein, handlich, praktisch. Und dann können wir uns da hier so durcharbeiten. Und dann ist schon hier dieses kleine Plastikkörbchen weg. Ups, jetzt ist wirklich weg. Und dann haben wir hier eine Wurzel aus Versehen abgeschnitten. Das ist nicht so schlimm. Und dann haben wir hier wieder dieses Schwämmchen. Es riecht sogar ein bisschen vielleicht nach Pilz. Gut, es geht langsam Richtung Herbst zu. Die Pilzsaison beginnt. So, jetzt ist hier eine Wurzel, die ist vertrocknet. Die war aber nicht im Substrat drin. Ihr seht, die Wurzeln, die im Substrat waren, knackig grün. Das heißt, wir schnippeln hier die Wurzel weg. Schnippeln wir noch eine weg? Ja, nee, die hat sich schon, die Spitze hat sich jetzt schon von alleine verabschiedet. Und im Prinzip war es das auch schon. Ne? So. Jetzt machen wir das Töpfchen einigermaßen grob sauber. Da muss man jetzt auch nicht wirklich so picobello sauber machen, weil ganz im Ernst, diese ganzen Keime, die hier überall rumfliegen, diese ganz gefährlichen Keime, da könnt ihr das putzen, wie ihr wollt. Da müsstet ihr auch die Pflanze desinfizieren, da müsstet ihr das, was hier in der Tüte ist, desinfizieren. Das hat hier nichts verloren. Und das ist einfach too much. Und ich werde die Wurzeln auch nicht abspülen, weil die ist ja in da drin gewachsen und das ist jetzt wirklich so lächerlich wenig, dass das wirklich überhaupt nichts ausmacht. Und dann topfen wir die Pflanze um. Jetzt lernt ihr auch gleichzeitig, wie man umtopft. Das ist nämlich total simpel. Ja, ein bisschen da rein, stopfen, ein bisschen stopfen.
Und in dem Fall warten wir dann auch wieder ein paar Tage, 2, 3 Tage, dass auch wirklich, falls da irgendwas gequetscht worden ist, dass sich verheilen kann, dass die Pflanze sich ein bisschen erholen kann von diesem brutalen Schock. Hier kann man noch ein bisschen nachstopfen. So, und dann war es das auch schon. Das heißt, wir haben jetzt 2 Pflanzen, die auf praktisch das Substrat umgestellt worden sind, das ich praktisch zum Großteil bei meinen Phalaenopsis verwende. Ja, ihr wisst, ich habe ja auch Orchideen in Kolomi, aber ich habe auch Orchideen in Pinienrinde. Das heißt, wenn ich jetzt alle Phalaenopsis-Orchideen auf Pinienrinde umstelle, dann ist es für mich viel einfacher zu sagen, okay, nach einer Woche brauchen die Wasser, nach 2 Wochen brauchen die Wasser und so weiter und so fort. Kommen wir hier zu einer der nächsten Orchideen. Die hier, die kennt ihr auch, die habe ich euch schon vorgestellt. Schaut mal, hier an der Blüte, ungewollt schwanger geworden. Was hat die denn da gemacht? Ohne dass ich da irgendwie was beeinflusst hätte an der Blüte, ist die einfach, hat die sich selbst bestäubt. Ja, und die, wir machen sie einfach mal aus dem Topf raus, steht ebenfalls in Kokossubstrat. Ja, die hieß nochmal Doretanopsis Louis Cute Angel. Ich glaube, so hieß die. Halt, Moment mal, Dusty Bell hier hat keinen Namen. Ja, sonst wissen wir ja nicht, wie die heißt. Kennt ihr das? Ihr kauft eine Orchidee, am besten im Discounter, die natürlich keine Namen haben. Und dann müsst ihr wissen, wie die heißt. Nennt sie einfach, keine Ahnung, Prima Bella oder sonst wie. Es gibt von den Hybriden zahlreiche Namenvariationen. Und ganz ehrlich, Namen spielen doch keine Rolle. Ihr seid doch mit der Pflanze nicht verheiratet. Und deswegen, don't stress yourself. So, die ist auch in Kokossubstrat gewachsen. Hat auch wunderschöne lange Wurzeln ausgebildet. Ist sogar ein bisschen Pinienrinde drin. Und die hat auch dieses kleine Mini-Töpfchen. Und ihr seht auch, die Wurzeln hier in diesem kleinen Mini-Töpfchen schauen auch noch alle super gut aus. Aber ich mache das jetzt hier weg, das Gittertöpfchen. So, gucken, dass ich die Wurzeln nicht beschädige. Und dann denkt ihr euch, Mensch, warum macht er so ein langes Video und will er eigentlich bloß sagen, dass es unnötig ist, sowas zu machen und zeigt uns, wie er hier selber umtopft. Ja, es ist im Grunde unnötig. Ich könnte die Pflanzen auch ewig so stehen lassen. Ja, ich könnte sie auch weiter kultivieren in diesem kleinen Töpfchen und es würde überhaupt nichts ausmachen. Aber ich will hier einfach nur zeigen, wie die Wurzeln von der Pflanze ausschauen. Und dass es eigentlich völlig unnötig ist, dass man sie umtopfen muss. Weil man muss ja seine Pflanzen auch ein bisschen beobachten. Bedeutet, auf jeden Fall ist die Pflanze jetzt befreit. Wunderschöne Wurzel. Echt wunderschön. Auch da, wo dieses kleine Töpfchen war. Schaut euch das mal an. Richtig toll. Das heißt, überhaupt gar kein Problem, die Pflanzen auch in Kokossubstrat, die Orchideen zu kultivieren. Das war bis vor ein paar Jahren wirklich komplett verpönt. Da haben alle gesagt, das kannst du doch nicht machen, da geht die Pflanze doch kaputt und so weiter und so fort. Ihr seht, es geht auch, ohne dass die Pflanze kaputt geht, ein bisschen Algen wegmachen. Sobald der Pinienrinde drin ist, ist das Thema sowieso erledigt. So, das bisschen spült sich auch noch raus. Darf man jetzt nicht wirklich so viel Hokuspokus machen. Und dann in dem Fall, oh, da ist ein bisschen faulige Wurzel. Hier ist nochmal ein bisschen faulige Wurzel. Weg damit. Hier auch nochmal. So, jetzt ist das praktisch alles erledigt. Die Wurzeln werde ich auch nicht abspülen. Die hat es ja immerhin die ganze Zeit auch in diesem Substrat ausgehalten. Und im Urwald geht auch niemand durch. Habt ihr schon mal einen Affe gesehen, der Orchideen abspült? Ich nicht. So, genau. Und im Prinzip war es das auch schon. Hätte ich jetzt auch mit den wunderschönen Wurzeln problemlos in Kolomi einpflanzen können oder so. Naja, ein bisschen Pinienrinde ist da ja noch. Das wird schon reichen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum hier diese Orchidee noch steht und wird er die auch noch umtopfen? Auf diese Frage komme ich gleich zu sprechen, denn natürlich habe ich das so geplant, wie ich das jetzt hier zeige.
So, noch ein bisschen von dem tollen Umtopf-Set, das ich mit Orchideenwichmann zusammen auf den Markt gebracht habe und ihr hoffentlich fleißig einkauft. Gibt es übrigens für eine, für drei, für fünf und für 10 Orchideen. Das heißt, wenn jemand Geburtstag hat und Orchideen toll findet, dann könnt ihr ihm das schenken. Umtopf-Sets kann man nie genug haben. So, noch ein bisschen hier, da ist noch eine Lücke. Ach ja, ich höre schon von hinten, das ist ein Topf, muss nicht um. Aber komischerweise wachsen bei mir die Orchideen trotzdem. So. Das war's schon. Jetzt ist auch diese kleine hübsche umgetopft. Da warte ich jetzt auch 2-3 Tage. Kommen wir zur letzten Pflanze. Die ist ja auch relativ neu. Die ist eigentlich schon voll alt. Ist aber immer noch schön am Blühen. Das hier ist die Horizon Phalaenopsis. Richtig toll. So ein kleines braunes Blättchen. Und die hier, die wächst in einer Mischung aus Kokos, Husks und Pinienrinde. Überwiegend Pinienrinde hier, das sind diese Kokos, Husks. Das ist die äußere Hülle der Kokosnuss, so ähnlich wie die Kokosfaser, nur dass die Fasern die Einzelfasern sind. In diesem Fall topfe ich sicherlich nicht um, weil die steht ja schon in Pinienrinde. Das heißt, das ist das, worauf ich mich bei meinen Orchideen eingestellt habe, die komplett in Pinienrinde wachsen. Und deswegen brauche ich die nicht umtopfen. So, was ist jetzt das Fazit dieses langen Videos? Muss man seine Orchideen umtopfen, wenn man sie neu gekauft hat? Nein, muss man nicht. Man muss einfach nur darauf achten, wie sie sich entwickeln, wie sie sich verhalten, wie schnell sie abtrocknen. Man kann ruhig auch einmal ein bisschen antrocknen lassen und dann einfach bei der nächsten Gelegenheit kann man sie umtopfen. Das kann auch später sein, nach der Blüte, von mir aus während der Blüte, aber besser nach der Blüte. Und wenn ihr alles beachtet habt und eure Orchideen ganz lieb habt, dann wird das auch in Zukunft klappen. Wenn ihr weitere Tipps, Tricks zu Orchideen wissen wollt oder so ein bisschen Orchideen-Schnack wie heute, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare. Schreibt doch auch mal gerne rein, was für Orchideen ihr habt. Gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Da unten ist das Herzchen zum Draufdrücken. Auf die Webseite gehen, da gibt es diverse Artikel und Tipps und Trips. Trips gibt es noch nicht. Trips gibt es ab nächstem Jahr. Und würde ich sagen, bis zum nächsten Video und tschüss.